Ja, Leute, ihr seht richtig. Wir haben die neuen strahlenden Sterne Pre-Release-Kit. Die werden wir heute öffnen. Wir haben noch zusätzlich ein paar Booster. Ich werde auch an euch was verlosen. Lasst ein Like, Abo und die Glocke da und schreibt gerne in den Kommentaren eure Meinung. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Es ist mein erstes Opening. So schauen sie aus. Du erhältst ein spielbereites Deck mit 40 Karten, darunter ein von vier, man erkennt das ja gar nicht so richtig, von vier Promokarten. Es gibt dann vier Promos, die Pre-Release-Promos, und in jedem Kit sind nochmal vier Packs drin. Das bedeutet, wir öffnen heute 12 Packs. Sagen, fangen wir erstmal mit denen hier an. Das Booster Artwork. Und ich muss sagen, die sehen sehr, sehr cool aus. Auf geht's, fangen wir an. Glurak, erste Pack. Und ich muss ehrlich sagen, Leute, die Packs fühlen sich sehr, sehr hochwertig an. Und der Live-Chat ist hier mit dabei. Wir sind gerade hier im Stream. Erste Pack. Strahlende Sterne. First Pack Magic. Ja oder nein? Kikugi. Pipi. Laukaps. Das sind natürlich ein paar Artworks mit dabei. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Die wir schon kennen. Die wir schon im Stream sehr oft gezogen haben. Magma und Golgantes. Das hätten sie holographisch machen müssen. Das wäre sehr schön. Oha. Maris Stolz, die ist komplett neu, die kenne ich jetzt gar nicht. Und dann haben wir hier strahlende Sterne mit Arceus, auch hier ein sehr, sehr schönes Booster-Artwork. So, auf geht's. Staralili, der Gen 4-Fokus ist hier mit am Start. Riolu, Sterndu, Bemon, das ist ein sehr interessantes Artwork. Burmy, Bupanze. Oh mein Gott, das ist unser erster Hit. Granbull V. Auch hier. Also ich finde, sie hätten von den Energiekarten definitiv noch eine Secret Rare reinpacken müssen. Das bietet sich doch so gut an mit dem Holo-Effekt dann. Knaxel. Shaman. Shaman mit dabei. Und okay, ich glaube, wir haben hier einen Hit. Es wäre sehr, sehr, sehr schön, wenn wir heute in diesem Opening eine Charakterkarte ziehen werden. Ich will coole Hits sehen. Definitiv ich auch. Okay, wir haben einen Hit. Wir haben einen Hit. Elfon Muster. Ich habe keine Ahnung, wie die Pullrate ist. Ich kann mir... Oha. Oha. Okay, ich bin verwirrt. Ey, das sieht einmal mega cool aus. Ich glaube, das soll ein Schutz sein, dass man die Karten nicht abwiegen kann. Nehmen wir auf alle Fälle mit. Unser erster Hit. Elfon V-Star. Bin gespannt. Ich erwarte eine V-Star-Karte pro Display. Flauschballstern, Trickwind, V-Star-Power. Letzte Pack. Und dann machen wir die Pre-Release-Kits auf, Leute. Ihr wisst, wenn ihr euch ein Pre-Release-Kit holt, habt ihr eigentlich immer noch die Preisbooster mit dabei. Aber die werden nicht immer mit dazugelegt. Halt vor Ort, aber wenn man es bestellt, ist es mal kritisch. Forschung. Arceus V. Sehr cool. Sehr cool. Ich habe schon ein paar Pre-Release-Kits, Openings, also Hits gesehen. Im Discord-Link in der Videobeschreibung. Und da wurden sehr, sehr, sehr starke Karten gezogen. Okay, wir machen das erste Pre-Release-Kit auf, Leute. Oh mein Gott. Einfach hier reingeschnitten. RIP. Und wir schauen mal rein. Wir haben hier Cleopatra als Pre-Release-Promo. Okay. Einmal die komplette Setliste. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Erstes Kit. Wir fangen an mit Glurak. Wir schauen rein. Wir wollen das Glurak sehen. Das wäre sehr, sehr cool, wenn wir heute ein Alternative Artwork Glurak sehen würden. Oder generell eine Character Hyper Rare. Und oh mein Gott! Character Secret Rare Wula Ozu. Haha, es geht direkt, aber ganz wild los. Oh mein Gott. Das ist eine sehr geile Karte. Dann noch hier die Codekarte. Ich bin erleichtert. Ich bin schon mal erleichtert. So, weiter geht's mit Arceus. Wir haben hier wieder so eine weiße Faustar-Karte, Leute. Wir werden herausfinden, ob die random mit drin sind oder ob die immer drin sind, wenn man eine Faustar-Karte zieht. Das wäre interessant. Wird sich gleich beantworten. Und... oh, das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Mewtwo-Karte. Hallo? Die sieht gut aus. Die als Holo-Karte würde ich mir wünschen. Und, oh, das war ja gar keine Faustar. Halftime. Halbzeit. So.
Barmelin. Das scheint mir ein neues Artwork zu sein, vielleicht von den 100 Decks. Kormalat, Knackleon, Formeo, Jutesto, was ein Name, Vampyro, Impoleon, holographisch, Blitzenergie und Librava. Letzte Pack vom ersten Pre-Release-Kit. Shaman ist mit drauf. Wir fangen an mit Bidiza, Electek, Reslado, Barmelin, Kaumalat, Mopit, irgendwas. Ich habe den schon so oft gesehen. Gramchef V, er lässt uns keine Ruhe. So, zweiter Pre-Release-Kit. So. Was für eine Promo haben wir hier drinne? Und wir haben Digga, das ist ja wohl ein Trollhoch 10 BD-Fass. Es gibt 4 Promos und wir haben die Promos bekommen, die man am unehesten haben möchte. Okay, dafür haben wir aber umso schönere Puls. Let's go. Rein da. Oh, wir haben hier. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Spoiler! Spoiler! Wir haben eine große Karte. Eine Toploader-Karte. Dedenne. Porenta. Zwielicht. Karadonis und Pikachu V Full Art. Oh mein Gott. Annehmen, Leute. Aber ach du Scheiße, schaut euch mal das Center Ring an. Schaut euch mal diese Center Ring an. Die ist ja total off-center, diese Karte. Das kannst du keinem erzählen. Aber hey, die nehmen wir mit. Und wir haben immer die gleichen Codekarten. Sehr, sehr gut. So. Unglaublich. Damit habe ich nicht gerechnet. Also überhaupt nicht. Bis jetzt in jedem Pre-Release-Kit ein Hit. So, was sagt ihr, Leute? Wie findet ihr die Karte? Yeah. Einfach nur schön. Einfach nur schön. Man sieht die Maus im Hintergrund. Weiter geht's mit dem nächsten Pack. Eben hatten wir sie als Faustar-Karte. Faustar Glurak wäre sehr, sehr schön. Kikugi, Karadonis. Capescorp, Golbit, Rey Mysterio, Manaphy. Manaphy. Aber okay. Bis jetzt waren die Pre-Release-Kits sehr strong, muss man sagen. Wir hatten natürlich noch die Booster vorher. Aber trotzdem nicht schlecht. Die Idee. Lucario holographisch. Und eine Pflanzenenergie. Last Pack. Magic. Glurak. Werden wir ihn ziehen oder nicht? Das finden wir jetzt heraus. Auf geht's. Alternative Artwork, Glurak. Wir brauchen dich, ja. Eine Hitkarte wäre noch sehr, sehr, sehr cool. Lasst mir auf alle Fälle jetzt schon mal eure Meinung zu dem Set in den Kommentaren da. Ich verabschiede mich schon mal bei euch. Denkt ans Giveaway. Die 2 Packs wird nächste Woche Sonntag live auf Instagram ausgelost. Und Like, Abo, Glocke und Kommentar. Okay. Jetzt rein da. Rein da. Rein da. Ah!